Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich hatte ja bereits gestern berichtet, wie es in dem Prozess im Fall von Jutta Hoffmann aussieht. Anscheinend ist der Fall für die überregionalen Medien nicht von großartigem Interesse, so dass ich jetzt nochmal in lokalen Medien geschaut habe, um etwas mehr über den Stand der Dinge zu erfahren und was insgesamt so im Gerichtssaal alles gesprochen wird. Das eine oder andere werdet ihr vermutlich schon gestern gehört haben, allerdings gehören die dann zum Gesamtbild dazu, deswegen nenne ich sie dann nochmal. Aber es gibt viele interessante Informationen, also neue Informationen, vor allen Dingen auch zu den Ermittlungen. Zuerst einmal die Staatsanwältin zu den konkreten Schuldvorwürfen gegen den Angeklagten. Die damals 15 Jahre alte Jutta Hoffmann besuchte das Schwimmbad mit ihren Freunden, schilderte die Staatsanwältin. Auf dem Heimweg nahm Jutta einen Weg durch einen Wald, eine gängige Abkürzung vom Schwimmbad in den Ortskern. Und kurz vor einer Treppe schubste sie der Angeklagte nach rechts in den Waldrand, beschrieb Eva Heidt den rekonstruierten Talablauf. Der Mann zieht Jutta in den Wald hinein. Er legt ihr ihren Gürtel um den Hals, so die Staatsanwältin, dann habe er die 15-Jährige vergewaltigt. Fesselungen seien Teil der sexuellen Fantasien des Angeklagten, erklärte die Anklägerin. Im Anschluss stach er mit dem Messer auf ihren Oberkörper ein. Folgt man den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei, hat der damals 25 Jahre alte Angeklagte die Jugendliche getötet, um zu verhindern, dass die Vergewaltigung herauskommt. Ein Menschen töten, um eine Straftat zu verdecken, ist ein Mordmerkmal. Zumal er unter laufender Bewährung stand, erinnerte die Staatsanwältin an eine einschlägige Vorstrafe des Mannes. Der Angeklagte war am 3. November 1983 wegen versuchter sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe verurteilt und im Sommer 1985 auf Bewährung entlassen worden, mit einer Bewährungszeit bis 1989. Der Angeklagte soll mit einem Spaten ein Loch im Wald ausgehoben haben, um darin die Leiche zu verstecken. Anschließend verließ er die Örtlichkeit, beschrieb die Staatsanwältin. Dabei habe er einige persönliche Gegenstände der Jugendlichen mitgenommen. Lange wussten Eltern und Geschwister nicht, was mit Jutta passiert war. Der skelettierte Leichnam wurde im Februar 1988 von einem Spaziergänger entdeckt. Und der Angeklagte ließ dann über einen seiner Verteidiger, Andreas Sanders, mitteilen, dass er nicht zu seiner Person und der Sache sagen werde. Der Angeklagte, der in Südhessen aufgewachsen war und mit seiner Familie auch in Darmstadt gewohnt hatte, schweigt also. Auf den Angeklagten kamen Ermittlerinnen und Ermittler des Hessischen Landeskriminalamtes. Sie hatten auf einen Hinweis der Staatsanwältin Eva Heidt im Jahr 2020 die Spuren dieses Cold Cases noch einmal ausgewertet. 1988 hatten die Ermittler den bei der Toten gefundenen Spaten mit Folien abgeklebt, um Faserspuren zu sichern, schilderte am Mittwoch Kriminalhauptkommissarin Tanja Becker vom LKA in ihrer Zeugenaussage. Dabei wurde nun eine DNA-Spur entdeckt, die dem Angeklagten zugeordnet werden kann. Zudem habe man ermitteln können, dass der Angeklagte im Tatzeitraum in Südhessen gelebt habe, nannte die Kriminalhauptkommissarin Becker weitere Indizien. Unter anderem sei der Mann am 13. Juni 1986 beim Arzt in Griesheim gegen Tetanus geimpft worden, sagte die Polizeibeamtin, und er habe damals bei einer Zeitarbeitsfirma in Darmstadt gearbeitet. Weitere Daten wiesen laut Ermittlern darauf hin, dass sich der Angeklagte am 30. Juni 1986, einen Tag nach der Tat, also dem Mord, krank gemeldet habe. Ab Sommer 1986 wohnte der Angeklagte bei Verwandten in Biebesheim, denen etwas auffiel, was im Zusammenhang mit der Tat in Lindenfels stehen könnte. Der Vater des Angeklagten habe den damals 25-Jährigen nach Biebesheim gebracht, erinnert sich ein jetzt 50 Jahre alter Cousin im Gericht. Und da gab es mal eine weiße Sporttasche, sagt der Zeuge. Und so eine Tasche hatte auch Jutta Hoffmann dabei, als sie am 29. Juni 1986 ins Schwimmbad ging. Dann überraschte der Zeuge das Gericht mit einer Aussage, die er während der Ermittlungen nicht gemacht hatte. Er habe damals in einer Kammer zu Hause ein Kästchen gefunden, beschrieb er. Da waren eine silberne Kette, ein oder zwei Ringe
und anderes Zeugs drin. Und eine Art Ausweis. Erst habe er ja gedacht, das sei ein Ausweis seiner Schwester. Aber diese Person auf dem Bild war nicht seine Schwester. Also er sagte, es war nicht meine Schwester. Etwas später wurde die Aussage konkreter. Das sei ein Schülerausweis gewesen, sagte er. Und da stand Lindenfels drauf, erinnerte er sich. Ich habe mir damals nichts dabei gedacht und die Kiste wieder zurückgestellt. Das heißt dann also, der Täter hat Gegenstände von Jutta an sich genommen und als Trophäe aufbewahrt, um sich später noch einmal bzw. immer wieder an die Tat erinnern zu können und sich vermutlich über die Erinnerung sexuell zu erregen. Eine Zeugin, die mittlerweile 81 Jahre alt ist, war 1986 mit einem Buggy und ihrer damals 2 Jahre alten Tochter auch auf diesem Waldweg unterwegs. Sie hatte 1986 wahrscheinlich die Schülerin aus 40 bis 50 Metern Entfernung gesehen und 2 Männer, die miteinander sprachen. Und sie sagte, für mich hörte sich das Slawisch an, aber es war kein Polnisch oder Russisch, denn das hatte ich in der Schule, da war sie sich ganz sicher. Der Angeklagte ist Deutscher. Und diese Darstellung der Zeugin wurde ja auch bei der letzten Darstellung in den Aktenzeichen Y gezeigt, aber nicht bei der ersten Darstellung. Damals ging es, glaube ich, hauptsächlich um die gefundenen Schuhe und die Badematte. Bei der damaligen Suche nach Jutta 1986 wurde ein 91 Jahre alter Mann entdeckt, der rund 1,5 Tage verschwunden war und sich im Wald verlaufen hatte. Eine jetzt 82 Jahre alte Zeugin, die sich damals um den 91-Jährigen gekümmert hatte, beschrieb, dass er tippelig laufen konnte und stets einen Stock dabei gehabt habe. Sie gab auch damalige Schilderungen des Hochbetagten im Gericht wieder. Er hat gesagt, er hat ein Mädchen mit einem blauen Rock gesehen, sagte sie. Aber er hat nie etwas von einem Mann erzählt. Die 82-jährige Zeugin hatte am 29. Juni 1986 auf dem Waldweg auch die jetzt 81-jährige Mutter mit dem Buggy gesehen, allerdings nicht die Schülerin. Sie sagte weiterhin, ich sah eine Badematte liegen und einen weißen Schuh, ein Stück daneben. Das sind Gegenstände, die der Getöteten zugeordnet werden. Der Spaten, an dem die DNA des Angeklagten gefunden worden war, war 1988 der Polizei übergeben worden. Damals wurden Faserspuren auf dem Werkzeug gesichert. Mit dem Spaten hatten 1984 oder 1985 2 jugendliche Cousins, jetzt 53 und 51 Jahre alt, Waldboden ausgehoben, um auf der ebenen Fläche eine kleine Holzhütte zu bauen. Und in diese Holzhütte soll der Spaten dann gelegen haben. Der Spaten stammte laut den Cousins aus der Werkstatt des einen Vaters, der einen Installateurbetrieb hatte. Allerdings sagte der 79 Jahre alte Vater des 53-jährigen Cousins im Gericht aus, dass er in der Firma keinen Spaten gehabt habe. Dann sagte noch die Kieler Bewährungshelferin des Angeklagten aus. 2008 hatte der jetzt 62 Jahre alte Mann, der bis Ende der 80er Jahre in Südhessen gelebt hatte, eine 9,5-jährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung in der Justizvollzugsanstalt Lübeck komplett verbüßt. Nach der Haft stand der Angeklagte unter Führungsaufsicht und musste regelmäßig Medikamente nehmen. Im August 2011 sei das Medikament aber abgesetzt worden, weil der damals 49-jährige körperliche Probleme geschildert habe, erläuterte die Bewährungshelferin aus Schleswig-Holstein im Darmstädter Landgericht. Der Wirkstoff vermindert Geschlechtstrieb sowie die Potenz. Ein Sexualwissenschaftler der Uni Kiel hatte sich dagegen ausgesprochen, beschrieb die Zeugin. Aber Führungsaufsicht, der Therapeut und das Gericht seien fürs Absetzen gewesen. Unter gleichzeitiger Verlängerung der Führungsaufsicht um 1 Jahr. Also heißt dann im Prinzip, jemand, der wegen Vergewaltigung einsaß, dann unter Führungsaufsicht stand, der darf dann ein Medikament absetzen, weil dieses Medikament seinen Geschlechtstrieb sowie seine Potenz gesenkt hat. Scheint ja eine Bombenidee gewesen zu sein. Im Januar 2012 spielte der dann 50 Jahre Angeklagte einer Studentin in Kiel vor, dass er eine Babysitterin für seine frei erfundene 3 Jahre alte Tochter suche.
Er traf die Studentin am 24. Januar 2012 zu einem angeblichen Kennenlerngespräch. Am 25. Januar sprach er mit der Bewährungshelferin. Am Tag vor der Tat hat der Angeklagte mir erzählt, dass sein Sexualtrieb mit Macht zurückgekehrt sei, blickte die Zeugin am Dienstag zurück. Sie machte damals einen Termin mit dem Therapeuten für den 27. Januar aus. Am 26. Januar traf der Angeklagte, der Klebeband und Handschellen dabei hatte, die Babysitterin erneut und griff sie mit Pfefferspray an. Die Studentin konnte fliehen und der Angeklagte stellte sich einen Tag später der Bewährungshelferin. Das Landgericht Kiel verurteilte den Mann wegen versuchter besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung zu 5 Jahren Haft. Zudem wies ihn das Gericht in die forensische Klinik ein. Der Angeklagte ist darüber hinaus einschlägig vorbestraft. 1984 war er unter anderem wegen versuchter sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. 1988 wurde er wegen Diebstahl und 1990 wegen Betrug zu Geldstrafen verurteilt. Im Juli 1992 wurde er wegen Vergewaltigung zu 5 Jahren Haft verurteilt und nach 2 Dritteln der Haft entlassen. Aber im Juni 1996 vergewaltigte er erneut eine Frau. Daraufhin war er bis 2008 in der JVA Lübeck. Ein LKA-Ermittler war am Tag nach der Aktenzeichen-Y-Sendung zur Klinik nach Neustadt gefahren und hatte kurz mit dem Angeklagten gesprochen. Ich habe ihn belehrt und gesagt, dass er Gegenstand unserer Ermittlungen ist, schilderte der Kriminalbeamte im Gerichtssaal. Unklar blieb in der Zeugenaussage, ob er dem Angeklagten im März gesagt hatte, weswegen gegen ihn ermittelt werde. Dieser kurze Besuch des Ermittlers scheint taktisch gewesen zu sein, mit der Hoffnung, dass der Angeklagte irgendwie darauf reagiert. Das LKA hatte einen verdeckten Ermittler in der Klinik platziert, der noch nicht ausgesagt hat. Der 62-Jährige habe jedenfalls nichts dazu gesagt, schildert der Kriminalbeamte. Er hat nicht gesagt, ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, erklärte der Zeuge auf Nachfrage der Staatsanwältin. Allerdings sah der Vorsitzende Richter diesen Unterschied nicht so bedeutend wie Staatsanwaltschaft und Polizei. Dass einer schweigt und aus dem Schweigen irgendwelche Konsequenzen gezogen werden, dürfen Sie von uns nicht erwarten, sagte der Vorsitzende zur Staatsanwältin. Der Kriminalhauptkommissar der Cold Case Unit sagte dann weiter aus, dass er mit einem Pfleger in der Klinik gesprochen habe, der mit dem Angeklagten nach der Aktenzeichen-Y-Sendung gesprochen hat. Also anscheinend hat sich der Angeklagte die Sendung auch angeschaut. Und laut dem Pfleger habe der Angeklagte gesagt, dass bei der Tat 1986 ein Messer eingesetzt worden sei, was aus Sicht der Ermittler aber Täterwissen ist. Weiter berichtete der Pfleger dem Ermittler nach dessen Angaben, dass der Angeklagte gesagt habe, dass 1986 ein alter Mann im Lindenfelser Wald gewesen sei. Tatsächlich war bei der Suche nach der Schülerin ein 91-Jähriger entdeckt worden, der die Orientierung verloren hatte. Ja, und an diesem bisher letzten Verhandlungstag berichtete der Angeklagte dann auch über Probleme, die er aktuell im Gefängnis habe. Denn er bekomme Morddrohungen, schilderte er dem Gericht. Ich habe mich auch schon bei den Justizbeamten gemeldet, sagte er. Aber die hätten ihn abgewiesen mit dem Hinweis, sie hätten zu viel zu tun. Naja, Vergewaltiger, insbesondere Vergewaltiger von Kindern und Jugendlichen und Kindermörder, haben im Knast nicht so einen besonders guten Stand. Der Vorsitzende Richter Volker Wagner sagte dazu, dem nachzugehen, wie er auch versuchen wolle, sicherzustellen, dass der Angeklagte seine Medikamente bekomme. Das finde ich dann auch sehr fürsorglich von dem Richter. So, das sind erstmal die News und ich denke mal, das sind ganz interessante Informationen zu dem Fall und wie er aufgeklärt wurde. Ich werde euch natürlich nach den nächsten Verhandlungstagen weiterhin auf dem Laufenden halten. Es gibt nächste Woche 2 oder 3 Verhandlungstage, aber ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!